Es wird uns ja immer vorgeworfen, dass wir Panik machen würden, dass wir Debatten in der Gesellschaft übertreiben würden und schlussendlich die Unwahrheit sagen. Jetzt ist es komplett öffentlich, dass das Bundesbildungsministerium sich Anreize holen lässt, quasi aus China. Es wurde unter vorausschau.de ein Zukunftskonzept für Deutschland veröffentlicht, wo man über eine tolle Idee nachdenkt, das sogenannte Social Scoring. Das bedeutet, soziale Punkte werden vergeben an alle Bürger in Deutschland, je nachdem, wie sie sich verhalten. Das bedeutet, habe ich einen guten Punktestand, kriege ich bessere Kredite, kriege ich vielleicht auch einen Job, kriege ich einen Job bei der Verwaltung und habe ich einen schlechten Punktestand, kriege ich diese Dinge nicht und habe Nachteile als Bürger. Woher kennen wir das? Aus der Volksrepublik China. Dort gibt es seit längerem schon diese sozialen Punkte. Zum Beispiel kriege ich was abgezogen, wenn ich bei Rot über die Straße gehe oder meine Eltern melden, dass ich nicht genug Respekt gegenüber ihnen zeige. Dann kriege ich in der Tat in China schlechte Punkte. Und in China bin ich komplett gekniffen, wenn meine Punkte erstmal im Keller sind. Da kriege ich nämlich unter Umständen nicht mal mehr irgendeinen Job oder werde gefeuert. Nochmal, das deutsche Bundesbildungsministerium hat sich eben diese Anreize geholt und in dem Gutachten wird auch Bezug genommen auf China. Es wird sogar erwähnt, bisher ist das wohl nicht bei uns durchsetzbar, da die Bevölkerung sich noch dagegen wehrt. Dann wird aber auch festgestellt, wenn man es einfach mal einführt, wird sich das mit der Zeit geben. Man sieht also, dass es schlussendlich nicht in Ordnung ist. Trotzdem wird es als machbar dargestellt und das hat das Bundesbildungsministerium in Auftrag gegeben. Macht euch drüber schlau, schaut unten in den Link. Abonniert auch gerne den Kanal, das werde ich im Auge behalten, ob Social Scoring, wie auch immer getarnt, bei uns kommt, ich werde dagegen sein.